Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, wir gehen heute den Captain besuchen und eigentlich müsste hier, glaube ich, ein Rivalkampf auf uns warten, wenn ich mich täusche. Jo. Man hat gerade Bonjour Neko gesagt, ist der jetzt hier verzogen oder wie? Guten Tag, das war eigentlich ganz gut. Du bist der Typ Gift. War sauer. Ist ja wahrscheinlich ein komisches Bisasam-Shiki-Ding da, ne? Machen wir mal so. Ein Starter gegen seinen Starter. Uncheckt. Jetzt können wir einfach hochzuheilen. Ich meine, dass seine Starter halt funktioniert hat, ist für uns nur noch zum Vorteil. Er hätte halt nur einen Shigi, also halt schon einen Shigi gegen Domanda so gesehen. Das ist auf jeden Fall ein größeres Problem. Money, Kate. So ein Mankey und wir sind E-Kate. Keine Ahnung, ich komm, scheiß drauf. Radikal. Ja, dann machen wir erstmal so, dass er langsamer ist. Obwohl der ist langsamer als wir. Aber ist ja der 20, nicht mehr der 28. Mein Starter ist auf jeden Fall ein bisschen überlevelt. So, ich hab noch mehr AP raus, mir egal. Ich hab mal wieder Full Life. Und Starbra. Stami oder so, und wer ist Bra? Tja, falls das ein Stami ist, was ich ja mal schätze, dann schicken wir dich mal raus. Ah, Kadabra ist das. Aber ein Stami, der hat auch diesen roten Punkt auf der Stirn. Und die komischen. Den Stern an sich halt um den Kragen rum quasi. Tschüss. Okay, mal rein beim Ketten. Guten Tag. Da ist sie, VM Zerschneider, die erste. Tja. Hä? Ist nicht nachher Dings sortiert nach Nummer? Warum kommt mir jetzt das auf einmal danach? So, wen bringen wir jetzt jetzt bei? Einfach nur euch beiden. Also im Startup werde ich das auf jeden Fall nicht beibringen. Dann wirst du das wohl erstmal lernen. Er sagt, da wir Teleport eh nicht benutzen können. Heute ist er jetzt raus, oder? Ja, komm, scheiß drauf, ey. Irgendwann haben wir eh fliegen, auch wenn es so eine Weile dauert. So. Ich glaube, Zerschneider brauchen wir eh eigentlich ja nur hier am Anfang, oder? Ich glaube, später brauchen wir Zerschneider, wenn dann nur noch. Ah, ne, stimmt gar nicht. Da unten brauchen wir auch noch Zerschneider, glaube ich. Alter, wir brauchen schon ein paar Messerschneider. Ich weiß auch gar nicht, wo der Attackenvergesser hier quasi ist. Oder doch, ich glaube, der war dann hier in der Lavender Town da, oder wie es da heißt. Da war der, glaube ich. Da bin ich nicht mehr sicher. So, dann heißt es heute aber auch für uns, nächste Arena. So, guten Tag. Okay, die Arena hat natürlich dasselbe Prinzip wie die normale Arena. Das tut weh. Dann tauschen wir kurz durch. Das Ding ist natürlich, kann ich gar nicht keinen von den beiden benutzen. Der hat nur Elektro-Attacken und der ist Typ Fluten. Also eigentlich, wenn, dann würde ich ihn ja schon gerne weiterleveln wollen. Ich
Das heißt für uns also, einfach zurück und uns heilen, auch wenn es gerade ein bisschen doof ist. Wir müssen ja mal ein paar Tränke kaufen oder so. Na gut, ich habe eigentlich ein paar, ne? Ein paar habe ich ja mal gefunden auf jeden Fall. Was denn noch was ausprobieren, weil das ist von der Theorie her. Aber irgendeine Attacke, die Dingens kann. Ich will mal gucken, ob er sonst nämlich irgendwie von der Theorie, das kann er schon, ne? Vielleicht wurde das ja, ist das hier irgendwie so eingestellt. Ich weiß gar nicht. Dass man vielleicht vor MS vergessen lassen kann. Das hat er dann, jetzt habe ich ihm das dann nicht beigebracht, und dafür hat er das. Bin ich irgendwie dumm. Halleluja! Scheiß auf VMs. Wir können ja mal vergessen lassen, wenn wir wollen. Dankeschön. Dann sind VMs ja gar kein Problem mehr. Sagen wir mal, eine TM haben, wo wir die wieder überspielen können, wie zum Beispiel hier Giftschock. Dann haben wir es jetzt quasi dabei. Wenn wir es nicht mehr brauchen, mache ich dann Giftschock draus. So gesehen. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Weil eine der, auch eine der besseren Entscheidungen, die der Game Freak der immer mal getroffen hat. Um einfach mal zu sagen, ja scheiß auf VMs, die haben wir mal raus aus dem Spiel. Das war echt immer so dumm, wenn man so ein halbes Team nachrichten musste, gefühlt, dass man den ganzen TMs irgendwie dabei hat, der VMs dabei hat. Blubstrahlen, das ist besser als Waterpuls. Du willst Moonlight erlernen? Und aber ein Scaleface brauchen wir den, ja. Das haben wir nur aus Versehen reingemacht. Das fand der vor, da bist du irre, ne? Alter, das sieht aber auch interessant aus mit den Kabeln, die da raushängen. Also manche Pokémon sehen echt cool eigentlich aus, wie das jetzt gerade. Einmal war es aber echt so eine komischen Pokémon, wo du denkst, what the fuck ist da passiert? Wer ist darauf getreten, ne? Wie das jetzt zum Beispiel. Er ist darauf vertreten. Das passt doch gar nicht. Ach doch. Ich hab gerade gedacht, so warm ist, hat er links als Arm einen Schwanz, aber der Kopf ist quasi zur Seite geneigt. Sieht aber trotzdem irgendwie wieder falsch aus, einfach. So, dann benutze jetzt noch kurz einen Trank hier, um den Hut zu heilen. Oder kann ich auch mal hier so eine Sinibär reinbeißen, ja. So, dann suchen wir mal die Schalter. Ich treffe vielleicht den letzten Müller, wo der Schalter drin ist. Kommt dein Ernst? Hä? Ich habe jetzt den Müll einmal angesprochen. Es gibt ja irgendeine andere Logik bei dem Ding. Switch Inside Something. Ja, aber der ist irgendwo drin, der Schalter. Double Locks. Hey, ich habe gerade mit jedem Müll einmal interagiert, oder bin ich doof? Ich stehe wie ein unsichtbarer Müll einmal hier oben. Ja. Aber hey, wo der Fuck ist das jetzt? Nothing. That is nothing. Da ist auf einmal ein Button drin, oder? Ja, und dann Dave vielleicht? Nee. Ich weiß bis heute nicht, ob das eigentlich einen Trick bei gibt, welcher Schalter das danach der richtige ist. Also, das ist auf jeden Fall nebenan, aber welcher halt nebenan, ne? Das ist halt, ich frage mich heute, ob da irgendwie ein Trick bei gibt. Keine Ahnung, Leute. Dann nehme ich mal den hier und wieder falsch. Na toll. Komm her. Ach komm, ist ja dreimal falsch schon gewählt.
kann ich angehen. Endlich. So, Bob. Dann fangen wir mit dir an. Du und, ja, ich glaube, wenn haben wir noch unser Elektro-Pokémon, obwohl es eigentlich keinen Schaden machen würde von der Theorie her. Weil ich nach Goldbartasche sogar fast mehr sind. Noch also, werden wir wahrscheinlich eh nicht unbedingt brauchen, ganz ehrlich. Unser Starter würde ja schon genug wegtaken mit Tüpflanze. Und das sieht auch ganz gut aus. Oh mein Gott, was? Die Sonne paralysiert, warum hast du so viel Damage gemacht? Ja gut, damit bist du leider tot. Komm, Kritte. Oh, ist verwirrt, Leute. Dann greife ich jetzt an. Ich bin auf jeden Fall langsamer. Das heißt, ich Paralyse lieber weg, weil falls er sich eh selbst trifft, bin ich danach wieder schneller. Wo ist denn hier ein Ding, was ich suche da? Darf ich selber, bitte? Perfekt. Also ist einer Route selber eigentlich relativ egal. Weil ich werde den Tag jetzt auch vielleicht hier down gehen lassen dann. Und das ist jetzt nochmal. Oh, vielleicht auch nicht. Vielleicht tun wir ihn auch einfach. Ah, ist schneller als wir, schade. Aber ist trotzdem gut für uns, denn ist ja jetzt ein Boden-Pokémon. Das heißt, wir hätten uns mit 4 Pokémon ganz im Team, der wird doch ein bisschen überlevelt, ne, momentan. Und 3 Boots. Raichu und Electek? What the fuck? Weil ja da 2 Elektro-Pokémon miteinander verschmolzen, wie es aussieht. Okay, also wir auf jeden Fall machen erstmal langsamer am besten. Wir schauen das mal, genauso wie Charme wie bei Mega Dwayne, what the fuck. Machen wir dann Thunder Punch die ganze Zeit. Und gewonnen. Giftzahn, ja, Giftzahn nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann weg mit Aircutter. So, Donnerwelle, wow. Was ist die Donnerwelle hier, ey? Was soll ich da denn mit? Zeitprämie von der Trade-Ticket. Tja. So, aber heißt es jetzt nochmal ab durch den Diktatunnel. Dass wir doch irgendwann den Trainer doch noch auf mich warten sollten. Was ist denn jetzt an mir? Museum, you know that your state of the art fossil. Ich kann irgendwann meine Fossilien wieder beleben lassen, wenn ich will. Aloy! Jetzt kriegen wir Teleport. Warte mal, Fossil Teleport hier anders. Warte, hier erstmal Teleport mit VM. To any. Oh lol, das ist einfach der Flugersatz. WTF. Dann hauen wir mal einfach mal zur Schneider wieder raus. Obwohl, das brauchen wir trotzdem gleich, ne? Ich kann mir den Diktatoren jetzt einfach sparen und mich oben hin teleportieren. Da brauche ich ja gleich Zeit durch den Kartunnel durchlaufen. Hier unten wäre der, glaube ich, der Blitz oder so, wenn wir nicht täuschen, was wir dann quasi für den Felstunnel oder wie der heißt brauchen. Teleport. Warum bin ich nicht Johto, WTF? Oh gut. So, das heißt, wir gehen dann entweder dahin oder da oben hin. Und da mal hin. Was mir gerade aber aufgefallen ist, dann haben wir eigentlich so eine Karte auch dabei, hätten wir mal sein. Wir haben nicht so gar keine Karte dabei, das ist das erste Mal, dass wir die Karte mal gesehen haben.
Soll ich gerade Fliegen einsetzen? Hier oben, ich habe ja immer erwähnt, es gibt irgendwie Bildsgarten. Ne, das kommt in City auch wieder, aber das wäre dann quasi Bildsgarten oben vielleicht. Dann anscheinend nicht. Was heißt das für ein Ding? Achso, das ist der Forest einfach. Das ist ja irgendwas, was ich nicht kenne. Das ist der Turm, das ist der. Ja, was du bist. Du bist irgendwas, was Unbekanntes. Das hier ist nämlich der Felstunnel, genau. Das heißt Pokémon-Haus hier, wie es heißt. Kann man auch nicht anvisieren. Na, no, da gibt es noch die Sevi Islands. Die ist ja ein Feuerrot und so, glaube ich, dann auch gibt. Genau. Da ist die Hodo. Irgendwas, was man nicht kennt. Da ist ein Berg, den kenne ich, glaube ich, nicht. Gab es da vorher einen Berg dazwischen? Ich glaube, gab es sonst keinen Berg eigentlich, ne? Wait, da ist der Bell Tower? Warte mal. Oh, löscht. Okay, Johto ist auf jeden Fall anders aufgebaut, weil es gibt nicht dieses Stück links hier noch. Eigentlich sollten ja noch irgendeinen. Ich keine Ahnung, wie es da heißt. Eigentlich geht es ja hier nach links, dann ist hier eine Stadt noch irgendwo quasi. Und dann noch weiter links im Wasser, oder? Das gibt es nicht, wollte ich gerade sagen. Warum ist denn hier oben der Bell Tower? Der ist doch ganz anders normalerweise. Aha. Ja gut, egal. Wir sind jetzt hier oben. Das heißt, wir gehen einmal hier hin und dann sollten wir hier irgendwo eigentlich. Oh, das hat ganz der Steiner mehr, ne? Das heißt, ein bisschen umständlich, das immer so zu machen, aber. Wie gesagt, ich mache es ganz ehrlich, ich nehme jetzt irgendwann einen von den Attacken hier weg. Wir können das auf jeden Fall immer wieder ersetzen durch Giftschock. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Davon mal abgesehen. Natürlich kann ich auch sogar hier unserem Texto das beibringen. Weil im Endeffekt sollte Felsgrab eigentlich ja nicht so viel bringen als physische Attacke. Da bringt es einen Schock dann irgendwas. Gegen Pflanzen-Pokémon bringt man uns das eben nicht. Was ist gegen Feen-Pokémon? Der wollte das gegen Feen-Pokémon? Das war es auch eigentlich. Gift ist eigentlich nur gegen Pflanzen und Fee effektiv, oder? Nein, ich wollte das nicht. Kannst du ja nicht kommen. Hier ist ohne Gegner lieber. Aber eigentlich, ich will mal kurz einmal hier reingehen, einfach nur um zu schauen. Ja, okay. Wir gucken, ob irgendwie Trainer da rumstehen. Also wenn, dann wären, glaube ich, wäre schon welche gewesen. So, kriege ich hier einen Blitz her. Abra für Pantimos. Okay, die macht das irgendwie. Was macht die? Macht das irgendwas so Mushrooms? Oder was stand da? Einmal kann ich dann Items out of Mushrooms. Achso, die macht mir jetzt irgendwas und dann kriege ich quasi hier das Item dafür. Ah, okay. Aha, ja, okay. Keine Ahnung, wie ich mal schon jetzt hier habe. Hast du mir irgendwas? Was soll ich jetzt machen? Warte, was will die von mir? T-Shirt. Ach, Käfer, was will die uns beibringen? Nö. Könnte sein, dass Zubat das erlernen kann, Goldbat das erlernen kann, aber. Oh, ich läuft es hier los. Da kommen wir halt nicht ran, aber man sieht auf jeden Fall witzig aus. Schon mal der hier einfach im Baum steht, der untere. Unten links da. Vielleicht kommen wir doch an, sehe ich gerade. Oh lol, hä? Okay, wir haben gerade schon eine Quest angenommen, aber gut. Alter, ich drücke jetzt auch sozusagen für eine halbe Stunde. So, der kriegen wir so einen super Trank oder so dafür. Wenn wir denken, ja, hier hat es ja voll gelohnt, die Zeit dafür rein zu investieren. Ich kümmere mich auch so lange nicht um meinen Garten, dass da ganze Bäume wachsen. Na ja, gut, das sind ja Büsche, ne? Aber trotzdem. Da ja, muss ich ja schon ganz lange nicht mehr um den Garten gekümmert haben, wenn dann komplett der Busch gewachsen ist. Wir haben das Tacha-Kadaver-Ding, lässt halt so einen komischen Speer oder sowas da fliegen. Das sieht aus wie so eine Speerspitze.
Vor allem, ob das Speer irgendwie noch so ein richtiger Speer wird oder so. Also so, oder so eine Art Harpune oder so. Woher das kommt. Oder vielleicht kommt das echt davon, dass wir eben den Tacher quasi. Halt mit Katapult, würde ich sagen, gebatscht haben. Dann kommt einfach ein Speer raus. So, letzter. Wow, eine Limonade, ist das ein Ernst? Ah, noch mehr. Cheers? Was sind Cheers? Okay, Item. To cut trees without using a Pokémon. Oh mein Gott. Das heißt, brauchen wir jetzt gar keine Feuer mehr, dann brauchen wir gar keinen Zerschneider mehr. Okay. Dann müssen wir halt wissen, wo es diese. Ja, wo es diese Aufgaben hier gibt, teilweise dann noch. Also mit den Leuten da mal reden, dass man die quasi. Vielleicht gibt es auch das für andere Sachen dann. Okay. Irgendwo hinten vor bist. Wo wir anscheinend nicht weiterkommen von uns aus. Und denkst, irgendwo soll es hier noch eigentlich. Den Fluss geben. Bei dem Fluss, den brauchen wir nämlich später eh noch. Da wir mal nachgucken, wie wir gerade hier sind. Dann machen wir Folge mal kurz ein bisschen länger. Aber eigentlich soll es hier noch irgendwo diesen den Fluss quasi zum Wald geben. Der Wald ist ja der, wie heißt der hier? Viridian Forest. Und eigentlich gibt es noch einen Viridian River. Und da kriegen wir nämlich später das Azumel, was ich noch haben will. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall noch eine bessere Angel. Muss das auch mal so holen, gerade wenn wir gerade hier sind. Deswegen will ich mal gucken, ob es jetzt hier noch irgendwo auch so einen versteckten Eingang gibt, den wir vorher quasi nicht betreten konnten. Wenn wir das ja gerade schon gesehen haben. Geh, bring den Sack hier. Pass auf, wie wir sonst halt in den Hidden Forest richtig reinkommen. Das war auf jeden Fall ja eben falsch. Aber da geht's noch irgendwo hin. Da ist ein Tor. Also eine Treppe ist hier. Ist hier irgendwo ein Fluss? Ist aber gar nichts zu verarschen. The box appears to have a nice shine to them. What? Okay. Das ist ja keine Ahnung, was wir hier jetzt später machen sollen von der Tür her. Hier geht es auf jeden Fall noch irgendwo hin. Sehen wir weiter. Was ist hier? Warum ist hier einfach so? Das ist so ein Gebiet, wo man in der Zerschneider reinkommt. Achso, Leute, dann kann ich die Mushrooms pflücken. Ja gut, das ist jetzt aber relativ egal. Okay, wo ist dieser blöde Fluss hier irgendwo? Also denkst du, was ich jetzt nicht finde? Warum soll ich den später finden, ist die Frage. Ich sag, ich will, also Azumel ist schon wichtig eigentlich. Kommt hier irgendwie rein so? Ne. Ich weiß gar nicht, wie dieser Fluss jetzt sein soll. Ich weiß, also ich kenne halt nur den Namen davon, da heißt das so wie der Wald hier. Also ich gehe davon aus, dass der hier ähnlich irgendwo ist. Hä? Wir sind nachgewachsen, auch gut, ja. Ganz ehrlich, das ist ja erstmal ein Schutz. Wir haben noch ein paar Schutz, habe ich da noch. Der hat mir doch einfach eine Diktatur gekauft. Jetzt geht's aber sonst langsam mehr weiter. Vielleicht muss ich mich da nochmal schlau machen. Denkst du, ist ja der Ausgang davon? Gibt's vielleicht weiter unten noch einen Eingang? Diesen komischen Hinwald, aber der Hinwald ist ja nicht das, wo ich hin will. Hab ich gar nicht irgendwie durchgelaufen, bin ich doof.
Kurz an, ne? Gibt's hier noch irgendwo? Da ist auf jeden Fall eine Art Fluss. Also die Frage, wie wir da hinkommen. Da war auch ein Item, also auf jeden Fall nicht nur ein Deko-Fluss gewesen, sondern schon ein Fluss, wo man rankommt. Ich hätte gesagt, vielleicht von der anderen Seite, aber es gibt ja keine andere Seite. Ne? Es ist ja nicht so, dass man von links da irgendwie rankommt. Ich will es jetzt wissen. Wie kommt man da hin? Hier oben irgendwie runter macht ja gar keinen Sinn, ne? Nee. Das wäre schon ganz schön weiter Umweg. Vielleicht gibt es ja von der Dicta-Höhle aus einen zweiten Eingang da irgendwo rein, weil der geht ja quasi unter durch irgendwie. Vielleicht so 100 Mal, dass das ja nicht so funktioniert. Hier komme ich auch definitiv nicht weiter. Hier kann irgendwann vielleicht ein bisschen ein Stück Baumblätter gehen, aber ansonsten komme ich da auf jeden Fall ja nicht hoch momentan. Ach, dafür dickt er dann doch nochmal ab. Das ist das Einzige, was mir so einfallen würde. Ansonsten, keine Ahnung. Muss ich doch irgendwann später mal gucken. Weil ich sage, wir brauchen eben eine andere Angel- bzw. Server, je nachdem, was wir da zuerst bekommen. Bevor wir dann irgendwann unser Zumwebel kriegen können. Also noch ist das eh nicht wichtig. Oder der Dickte ist ja richtig klein. War irgendwann auf jeden Fall mal größer. Tja, dann würde ich sagen, Pech gehabt. Dann komme ich da erstmal nicht hin, wo ich hin will. So, aber wenn ich mich nicht täusche, müssen wir jetzt wieder zurück nach hier oben, von der Theorie her. Die Folge ist eh schneller geht, können wir dann einfach noch kurz unser Fahrrad abholen. Der müsste halt immer noch wissen, was die Registrieren-Taste hier ist, ne? Hier ist der Antifidina registrieren. So, die Taste ist nicht. Da passiert nichts, da passiert auch nichts. Muss er irgendwie. Ach, die macht das. Oder guck mal, hier kann man sogar Teleport auswählen. Okay. Das ist quasi den rechten Stick reindrücken. Da muss man auch so drauf kommen. Ja, dann geht es in dieser Folge auf jeden Fall hier weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.